Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel und vor wenigen Wochen haben wir uns dieses schöne Gartenhaus zugelegt. Völlig unbehandelt. Das sieht jetzt etwas chaotisch aus. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, lieber einen hochwertigen Lack kaufen, mit dem hier die Außenseite von mir lackiert wurde, größtenteils gesprüht und dann kleine Ausbesserungen noch mit dem Pinsel. Ich kann mal hier auf die Seite gehen. Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Oder doch günstige Farbe vom Lebensmitteldiscounter. Jetzt ist es so, um den Innenraum zu streichen, also der Farbton des Gartenhauses, der Grundfarbton ist so ein ganz helles Grau. Ja, und wie das Gartenhaus innen aussieht, ist prinzipiell ja egal. Wenn es wasserdicht ist, kann nichts passieren. Eigentlich braucht man das Holz aus meiner Sicht gar nicht behandeln. Aber es war noch Farbe übrig, also habe ich angefangen, auch den Innenraum in diesem hellen Grau zu streichen. Dummerweise ist mir ab der Hälfte nach dem ersten Anstrich die Farbe ausgegangen, die gute Farbe. Hier ganz gut zu sehen, es deckt auch nicht komplett, aber das Streichergebnis ist einwandfrei. Es verläuft super. Ja, an der Kante von der Tür kann man das vielleicht ganz gut erkennen. Ja, und jetzt hier mal die beiden Farben zum Vergleich. Die rechte war die relativ teure Farbe vom Baumarkt. Und diese Woche war bei einem Lebensmitteldiscounter für nur 12,99 Euro diese recht günstige Farbe im Angebot, die nur einen Bruchteil der Baumarktfarbe kostet. Und mit der habe ich jetzt hier die hintere Wand gestrichen, schon zum zweiten Mal. Wie man sieht, also auch im oberen Bereich hier, wo im Prinzip die Farbe immer noch nicht gescheit deckt, bin ich schon zweimal drüber. Hier war es nur einmal mit der teuren Farbe. Ja, und die Frage ist, lohnt sich günstige Farbe vom Discounter? Wenn ich jetzt sage, die Farbe vom Discounter hat ein Drittel gekostet zu der Farbe vom Baumarkt, dann klingt das schon mal ganz gut. Aber, wie gesagt, hier ist schon zweimal gestrichen, ja, noch etwas von der Farbe, dreckige Hände, und es deckt immer noch nicht ordentlich. Wenn ich also dreimal streichen muss mit der günstigen Farbe und zweimal mit der teuren, dann ist die teure Farbe immer noch teurer. Aber ich spare mir haufenweise Zeit. Gut, jetzt könnt ihr selber entscheiden, ob ihr teure Farbe aus dem Baumarkt kaufen möchtet oder günstiger aus dem Discounter. Ich werde den Fehler mit dem Discounter, was heißt Fehler? Eigentlich nicht Fehler, die Farbe ist günstig, da darf man nicht zu viel erwarten. Aber das Ergebnis sieht auch nicht besonders toll aus. Wenn ich mir jetzt hier einfach mal den oberen Teil des Gartenhauses anschaue, dann ist das viel, viel schöner als die Rückwand im Inneren des Gartenhauses. Ja, vielleicht habt ihr Empfehlungen, welche Farbe man in solchen Fällen nehmen soll, die nicht zu viel kostet, gerade für den Innenanstrich eines Gartenhauses. Es geht, wie gesagt, ausschließlich um die Optik und nicht um Wetterschutz in dem Fall. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was meint ihr? Günstige Farbe vom Discounter und drei- bis viermal streichen oder doch lieber gute Farbe und hoffen, dass das Ergebnis auch gut wird.